So, Kinder, jetzt lasst uns den Unterricht starten. Unterricht? Oh nein! Ja, richtig, wir starten jetzt den Unterricht. Was soll denn das? Heute ist großer Kauf? Ich meine, großes Unterrichtsspezialismus. Tag. Großes Tag. Sie können nicht mal richtig reden und wollen ein Lehrer sein. Und da stehen Sie sich. Ihre Aufgabe ist es, Packerl auszutragen. Falsch. Heute ist das Ihre Aufgabe. Meine Aufgabe, aber stimmt ja. Heute ist großer Tauschtag. Ja, alle Rollen werden getauscht. Nehmen Sie es nicht so schwer. Ich meine, ich musste mit dem Straßenkehrer tauschen. Ich muss heute die ganze Straße putzen. Und der Straßenkehrer geht Verbrecher jagen. Nur, dass diese Verbrecher in Wahrheit eigentlich fleißige Arbeiter sind. Bauarbeiter. Heiliger, das kann ja heute noch heiter werden. Wie soll man denn da irgendjemanden erkennen? Servus! Hä? Was soll denn das? Ich mache nur die Stimme von der Oma nach. Ich habe nämlich mit ihr Rollen getauscht. Sie geht heute Pizza in meinem Pizzaladen verkaufen. Und ich gehe inzwischen Oma spielen. Der Almjobby holt mich jetzt nachher ab. Oh, ihre Stimme kriegt perfekt hin, oder? Ja, fast sogar einwandfrei. Gut, jetzt gehen Sie bitte aus der Klasse, dann können wir den Unterricht starten. Was ist heute Unterricht, Herr Lehrer? Ja, ein Mathe-Test. Was, Mathe-Test? Aber das ist ja mega gemein. Mathe-Tests sind mal für Babys. Du wirst heute böse Zaubertaten vollbringen. Und ich werde heute Lehrer sein. Nico-Lehrer, oder besser gesagt, böse Zauberlehrerin. Zauberlehrerin? Lernen wir heute zaubern? Geil! Nein! Oh! Aber ihr dürft Party feiern! Was? Am Nachmittag? Oh! Aber jetzt lernt ihr zaubern! Bei mir! Wir lernen zaubern? Was lernen wir denn zaubern? Zaubern ist langweilig. Wer hat gesagt, dass Zaubern langweilig ist? Der hebt es die Hand. Da? Gut, alle, die jetzt die Hand gehoben haben, gehen jetzt nach draußen und schreiben einen Mathe-Test. Nein, wir heben ja schon die Hände. Zu spät. Jetzt braucht ihr sie auch nicht mehr zu heben. Raus mit allen, die die Hand gehoben haben. Und die Hand nicht gehoben haben, bleiben drin. Und lernen zaubern. Zaubern? Du bist eine Ausnahme. Geh nach draußen. Alle raus. Alle? Alle, die die Hand oben haben. In Ordnung. Zaubern? Gut. Setzt euch bitte mal alle in einer Reihe auf. Oh, jetzt ist die neben mir. So, also dann, jetzt beantwortet eine einfache Frage, die entscheidet, ob ihr heute diesen Trick, den ihr lernen wollt, lernt oder nicht. Also dann, du mal zuallererst. Warum möchtest du gerne zaubern lernen, damit ich meine allergrößten Feinde von der Welt verbannen kann? Gemeinheit. Und deine allergrößten Feinde sind? Das ist Privatsache. Verstehe. Wofür möchtest du zaubern lernen, Junge? Ich möchte zaubern lernen, damit ich ein perfekter Reiter bin, denn mein Reiterlehrer, der ist so verdammt streng. Der regt sich über jede Kleinigkeit auf. Ich möchte unbedingt ein perfekter Reitprofi sein, damit ich mit dem Gaul durch die Welt düsen kann, ohne einmal runterzufallen.
Verstehe. Wofür möchtest du zaubern lernen? Ich möchte gerne zaubern lernen, weil ich finde es einfach interessant. Okay, was möchtest du genau lernen? Wie man sich Sachen herbeizaubern kann, die man im Moment haben will. Okay, das ist auch ein einfacher Trick. Wenn man ihn erstmal raus hat, verlernt man ihn nie wieder. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Und was möchtest du lernen? Ich bin Iron Spider. Was? Was? Und ich möchte das gerne lernen, um Schurken zu bekämpfen. Hey, bist du noch wach? Was? Sie hat dich jetzt schon 100 Mal gefragt. 82 Mal. Hätten noch gefehlt und dann wären es 100 Mal gewesen. Ich hab dich innerhalb, während du jetzt einen Tagtraum hattest, 100 Mal nein, 18 Mal gefragt. Und keine Antwort ist gekommen. Sag mal, was hast du denn für einen Tagtraum gehabt? Ich habe nichts Wichtiges. Warum möchtest du so gerne zaubern lernen? Zum 19. Mal jetzt. Ich wollte schon immer zaubern können. Das ist mir klar, das wolltet ihr alle vier. Ich möchte nur wissen, was für einen Trick du lernen willst. Sonst kann ich ihn dir nicht beibringen. Ich möchte... Ich möchte die Kraft haben, mich und andere zu heilen, wenn wir verletzt sind. Das ist aber eine sehr nützliche Kraft. Dann starten wir mal die Zauberstunde.